My name is Celine Dion. Der kanadische Superstar hat Weltkarriere gemacht und gehört immer noch zu den Top-Verdienern im Showbiz. Ich heiße Pia Krämer, ich bin 12 Jahre alt und ich komme aus Lotte bei Osnabrück. An Celine Dion finde ich toll, dass sie eine mega Hammer Stimme hat und dass sie auch voll hübsch ist. Mein größter Traum ist es, irgendwann mal später irgendwas mit Musik oder mit dem Singen zu machen. Also meine Eltern haben mir schon erzählt, dass ich früher, als ich noch nicht mal sprechen konnte, schon gesungen habe. Und ja, das heißt, dass ich die Musik schon immer geliebt habe. Mein größtes Glücksbringer-Teil ist mein rotes Armband. Das habe ich jetzt auch um, also hier. Und das hat meine Mama für mich gemacht und das bringt mir auch immer Glück. Das habe ich auch immer um, also schon ganz lange. Also ich will die Jury natürlich mit meiner Stimme überzeugen. Und ja, ich hoffe, dass sie meine Leidenschaft mitbekommen. Und ja. Hallo. Wow. Guten Abend. My name is Celine Dion. Du siehst wunderschön aus. Danke. Ganz hübsch. Oh, gleichfalls. Ja, mein richtiger Name ist Pia Krämer. Ich bin 12 Jahre alt und ich komme aus Lotte bei Osnabrück. Eine sehr dunkle Stimme. Sehr warm, ne? Warm, so ein bisschen rau. Dankeschön. Was hast du uns mitgebracht heute? My Heart Will Go On. Und was verbindet dich mit diesem Song? Titanic. Also ich habe das Lied, als ich 9 war, zum ersten Mal gehört. Und dann dachte ich mir so, mein Gott, was ist das für ein schönes Lied? Ja. Und dann habe ich das halt sofort gesungen und ja, jetzt singe ich es halt nochmal. Das war ja ein Riesenhit. Und das ist ein ganz schön schweres Lied. Weißt du, ne? Ja. Da war sie noch gar nicht geboren, fällt mir gerade ein. Als der Film lief, da gab es dich noch gar nicht. Wahnsinn, so vergeht die Zeit. Ja. Ja, dann sind wir sehr gespannt, hä? Sei dein Star, sei Celine Dion. Steuert sie mit dem Song auf einen Eisberg zu? Oder doch in Richtung Erfolg? Wir gehen jetzt, oder? Ja. Wir haben Tschüss. Unseren Job erledigt. Ja, danke, dass du da warst. Ja. Damit ist unsere Aufgabe als Jury beendet. Ja. Martin? Ja, wir gehen. Nein. Micha! Ihr seid nicht fair, da kommen ja noch viele, viele. Stimmt. Aber vorher die Bewertung, bitte. Also ich fand's grandios. Du hast jeden Dankeschön. Ton getroffen und das ist sehr gut gefallen. Danke. Es war 99% sauber. Du bist sehr, sehr musikalisch. Dankeschön. Und das war am Anfang noch, habe ich gedacht, das ist so eine große Song. Kann sie das? Und dann, okay, und dann lief es. Und dann haben wir auch so gedacht, okay, natürlich kann sie das. Das war wunderbar. Ich bin Fan. Dankeschön. Ja, ich muss dazu gar nichts sagen. Nein. Also es gibt einfach gar nichts zu sagen, außer dass du bezaubernd bist und wunderbar. Und dass wir Danke. Viel, viel mehr noch von dir sehen wollen. Und ich habe immer noch am ganzen Körper Gänsehaut. Also, Danke. Also ich denke, deine Eltern sind unglaublich stolz auf dich. Weil wenn du meine Tochter wärst, Wahnsinn. Also richtig, richtig toll. So dreimal? Ja. Dreimal, ja. Danke, 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 danke. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Es wird schwer für Bis die anderen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zurück in den Heimathafen, in die Arme der stolzen Mama. Celine Dion. Unfassbar, sie war 12 Jahre alt und hat gesungen und wir waren like Megatalent. Wird sehr weit kommen, kommt unbedingt ins Finale, denke ich. Und kann auch gewinnen. Super. Weiter! Und die ersten Fans warten schon. Es werden noch viel, viel mehr werden. Wie war's denn auf der Bühne? Ja, unbeschreiblich. Das kann man gar, ich habe gar keine Worte gerade mehr. Riesentalent. 12. Du hast richtig Pass gemerkt, auf. Wo sie wirklich diese Töne herholt. Auch möchte ich schon einen Vertrag machen? Also gedacht, ja, so 18 Jahre alt, 6 Jahre, so 2 Millionen Alben verkauft. Ja. Okay, gut.